auf seinem Weg als Mentor zu begleiten. Die Tipps aus den Erfahrungen meiner Erfolge sind bei ihm auf fruchtbaren Boden gefallen. Nun hat leider dieser Erfolg keine automatische Fortsetzung. Wir arbeiten sehr hart für die kommende Saison und wollen natürlich ein zielführendes Projekt umsetzen. Ich glaube, jeder weiß, wie schwierig und kompliziert es ist, die nötige Unterstützung zu erhalten. Aber ich bin überzeugt, dass Marian für diese neue Herausforderung bereit ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte um Ihren Applaus für die ADAC Motorsportler des Jahres 2018, Marian Grebel und Alexander Rath. Der Loop war jetzt echt spannend. Zum Glück war das Glück dieses Mal auf unserer Seite. Ja. Für Peugeot Deutschland und für Romo, die haben das schon so oft versucht und ich bin hier hingekommen, um den Titel einzufahren. Das haben wir jetzt geschafft und das fühlt sich super geil an. ADAC Motorsportler des Jahres 2018, Marian Grebel und Alexander Rath. Und hier sind sie, die Motorsportler des Jahres. Herzlichen Glückwunsch, Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Herzlichen Glückwunsch. Hier sind die Mikros. So sehen Sieger aus. Aber echt. So sehen Sieger aus. Und eine tolle Laudatio. Vielen Dank. Hermann Tomczyk ist bei uns. Tja, Marian, eine Sache müssen wir jetzt als allererstes mal klären. Wir haben gehört, du bist Polizeioberkommissar. Stimmt es, dass du vergangene Nacht Nachtdienst hattest bis 7 Uhr heute Morgen? Das ist mehr oder weniger leider korrekt, ja. Das heißt, erste Frage, wie geht's dir? Bist du wach? Kippst du uns gleich von der Bühne vor Müdigkeit oder hast du genug Adrenalin im Blut? Nee, tipptopp. Also es ist ein Riesenereignis für mich und ich denke auch für den Alex eine riesengroße Ehre, jetzt wirklich den Preis hier heute Abend in Empfang nehmen zu dürfen. Und ja, da wird es auch ohne Schlaf mit Sicherheit gehen, aber mein Papa ist auch mit hier dabei, ich konnte dann auf der Fahrt nach München noch ein bisschen schlafen und von daher wird der Abend, denke ich, auch noch eine Zeit lang gehen. Marian, in einer Reihe mit Nico Rosberg, René Rast, Nico Hülkenberg, was bedeutet dir, was bedeutet euch das? Ja, wie gesagt, um für mich zu sprechen, ich durfte schon mehrere Male hier Gast sein bei der ADAC Sportgala in den vergangenen Jahren. Hab gesehen, wie der Nico Rosberg hier stand im letzten Jahr, René Rast. 2013 war ich schon bei der Wahl zum ADAC Junior Motorsportler des Jahres Zweiter hinter dem Maxi Bug ganz knapp geschlagen und hab mir gedacht,
Schade, hoffentlich kommt die Chance vielleicht irgendwann mal wieder. Und jetzt sogar den großen Christophorus zu gewinnen, wie gesagt, das ist absolutes i-Tüpfelchen auf eine tolle Saison, die relativ schwierig begann, aber dann eine echt gute Wendung genommen hat, zusammen mit Alex, zusammen mit Peugeot Deutschland, mit dem Team, mit dem Armin, haben wir da hart dran gearbeitet. Ich konnte mir auch den Traum erfüllen, in einem WRC, in der allerobersten Klasse, die es im Rallye-Sport gibt, an den Start zu gehen. Auch da haben wir, denke ich, fehlerfrei eine Top-Leistung absolviert. Und ja, echt, echt geil, hier stehen zu dürfen. Ja, das ist doch mal ein Applaus wert, ein geilen Applaus wert, oder? Und der Applaus ist übrigens auch für den Papa, der den Chauffeur gegeben hat. Wir haben es gerade gehört, die Saison hat so ein bisschen schwierig begonnen. Vielleicht gibst du das Mikro nochmal weiter. Alex, hattest du denn da manchmal Zweifel, ob du dir den richtigen Fahrer ausgesucht hast? Ja, ganz ehrlich mal so. Ja, den Fahrer, den kenne ich ja jetzt wirklich schon lang genug und habe schon viele schöne Momente, natürlich auch viele schlimme und schlechte Momente zusammen erlebt. Aber wir haben uns immer zusammengerauft, durchgebissen oder immer gekämpft und somit viel erreicht. Was würdet ihr sagen, also der Abschluss, der ist in der Tat sehenswert, was ist jetzt so euer Erfolgsrezept? Ja, Erfolgsrezept im Rallye-Sport muss man immer so ein klein bisschen spontan sein. Also jede Rallye hat immer neue Überraschungen für einen bereit. Ich denke, wie gesagt, wir fahren schon viele Jahre zusammen und ein eingespieltes Team ist da schon eine gute Lösung zu. Sehr gut. Jetzt habt ihr euch natürlich noch einen großen Preis verdient, nämlich den großen Christophorus. Da wartet er schon und da kommt er. Einen großen Applaus für die beiden Motorsportler des Jahres. Und es gibt im Übrigen auch noch, das kann ich gleich dazu sagen, einen Sonderpreis, nämlich eine tolle, eine sehr wertvolle Uhr von Union Glashütte. Ein Dank an dieser Stelle an Hermann Scheuer, den Brandmanager von Union Glashütte. Ich helfe da mal kurz ein bisschen mit aus. So. Okay. So. Darf ich auch mal Alex, für dich natürlich auch noch einen großen Christophorus. So sehen Sieger aus. Auch die Uhr für dich. Bitte. Herr Krämer, kommen Sie gerne auch noch für das Foto. Die Motorsportler des Jahres. Und Herr Tomczyk, weil wir Sie gerade hier auf der Bühne haben, sagen Sie auch nochmal einen Satz. Sehr würdige Motorsportler des Jahres. Naja, der ADAC steht natürlich für den gesamten Motorsport und deswegen ist es ja auch kein Geheimnis. Ich komme aus dem Rallye-Sport. Es freut mich ganz besonders, dass wir mal wieder deutsche Rallye-Sportler auf der Bühne haben. Prima. Also, da war er ganz berührt. Vielen, vielen Dank. Der Präsident. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Motorsportler des Jahres. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. So, und jetzt haben wir ja gut. Genau, ihr könnt gerne, genau, dann bleibt ihr in der Mitte, dann komme ich aber zur Julia. So, ich stehle mich mal hier vorbei. Und wir bereiten uns langsam auf den nächsten Höhepunkt des Abends vor. Auf den letzten Preis des Abends vor. Und ich kann Ihnen sagen, dieser letzte Preis des Abends ist ein ganz besonderer. Es ist auch ein sehr seltener. Der Ehren-Christophorus, der Ehrenpreis, ist bisher vom ADAC nur an 3 Personen insgesamt vergeben worden. Einer ist übrigens da, Norbert Haug, ist heute hier im Publikum. Nochmal schönen guten Abend. Da sitzt er, genau. Der Ehren-Christophorus wird also erst zum 4. Mal überhaupt vergeben. Und er geht heute an einen Mann, den man ohne Übertreibung als Legende des internationalen Motorsports bezeichnen darf.
Absolut. Er war mehr als 40 Jahre Teamchef von Schnitzer Motorsport. Sie wissen es besser, einem der erfolgreichsten internationalen Teams überhaupt und als Laudator. Da haben wir jemanden hier, der auch für dieses Team unter ihm mal gefahren ist. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich Hans-Joachim Stuck, den Präsidenten des Deutschen Motorsportbundes. Guten Abend. Ach. Schönen guten Abend. Hallo, Herr Stuck. Einen schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf und freue mich natürlich besonders, dass ich für meinen Spezi, darf ich schon sagen, Charlie, da heute eine Laudatio auf dich halten darf. Das ist ein wirklich großes Vergnügen für mich, denn ich bin ja über die Jahrzehnte schon häufig bei euch gefahren, bin mit euch gefahren, gegen euch gefahren. Und ich müsste eigentlich jetzt ganz, ganz weit ausholen, aber ich versuche das zu verkürzen, indem ich erstmal in dem Zusammenhang mit Charlie vier Namen nenne. Das ist zum einen, Sie kennen ihn alle, Josef Schnitzer. Er war ein geradezu genialer Ingenieur, hat den technischen Grundstein für die Erfolgsgeschichte eurer Truppe eigentlich gelegt und ist leider 78 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Herbert Schnitzer, ist eigentlich heute da der Herbert? Nein, gell? Herbert ist nicht da. Der bis dieses Jahr mit ruhiger Hand die großen und kleinen Widrigkeiten auf den Weg zum Sieg bereits auf die Seite geräumt hat. Und dann die beiden jüngeren Halbbrüder, Dieter und Karl. Zwillinge, die beiden. Dieter, der rasende Kreidertatalog, ist leider schon 2014 viel zu früh verstorben. Und bevor ich jetzt zu Charlie komme, stelle ich dies voran. Denn der Schlüssel zum Erfolg der Schnitzer Brothers lag immer im perfekten Zusammenspiel dieser Brüder. Und nun zu dir, mein Freund. Du hast im Alter von kaum mehr als 20 Jahren von deinen Brüdern die gesamte Verantwortung für die Rennersätze übertragen bekommen. In diesen vier Gesprächen war das schon einmalig. Und deine wichtigsten Fähigkeiten waren eigentlich, was ich so sagen darf, dein Organisationstalent, klar strukturierte Gedankengänge, Kommunikationsverständnis und das Gespür, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu dirigieren. Und bei allem obendrauf eine unaufdringlicher Ton und eine klare Ansage. Deine Art, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen umzugehen, dein Hang zur Perfektion, unglaublich, und natürlich, last but not least, dein Siegeswille hat dich ausgezeichnet. Hinzu kommt noch seine Fähigkeit, ein Rennen zu lesen oder zu ahnen. Das kann ich als Fahrer nur grob beurteilen. Aber was das bedeutet, Charlie weiß es viel besser und du hast es 100-mal mindestens bewiesen. Das hat dich ausgezeichnet. Ein kleines Beispiel. Beim DTM-Lauf in Valencia 2012 wurde Bruno Spenglers vermeintlicher Frühstart mit einer Boxendurchfahrtsstrafe geahndet. Spengler sträubte sich. I didn't jump the start. Wir kennen den Bruno ja. Und erst als Charlie mit Widerspruch und nicht duldender Stimme befiehlt, Bruno, come in the slab, verbüßte er die Strafe. Nicht befolgen dieses Kommandos hätte die schwarze Flagge bedeutet, damit keine Punkte und damit kein Titelgewinn. Denn die so noch geretteten Meisterschaftspunkte hätten ihm in der Endabrechnung gefehlt zum Titel. Wieder mal richtig gemacht. Womit ich auch bei einem der größten Triumphe des Charlie Lam und seiner Mannschaft bin. 2012 stieg BMW, wissen wir alle, nach langer Pause wieder in die DTM ein. Unter Charlies Führung gelang das Kunststück, diese Meisterschaft auf Anhieb zu gewinnen. Charlies zuvor beschriebene Fähigkeiten hatten es ermöglicht, die etablierte Konkurrenz hinter sich zu lassen. Fahrertitel für Bruno, Teamwertung für Schnitzer und die Markenmeisterschaft für BMW. Mission completed. Sensationell. Für unseren Freund Charlie begann die Fahrt auf der Erfolgsstraße im Jahr 1978.
Man hatte sich entschlossen, mit dem Abenteuer Turbo in einen weiter gestreckten Leistungsbereich vorzudringen und dazu eine zwar zunächst noch anfällige, aber überlegene Strategie zu fahren. Harald Ertl, Ihnen alle noch bekannt, fuhr mit dem 320 Turbo, behutsam geführt von keinem anderen als dem Youngster Charlie. Eine fabelhafte Saison in der deutschen Rennsportmeisterschaft. Es war schlussendlich Charlies Überblick, wenn Harald die vielen PS dann im überlegenen Sinne in die überlegenen Siege ummünzte, wenn es Situation hergab. Andererseits hast du durch geschickte Regie und dank Ertls besonderer Fahrweise auch Punkte eingesammelt, welche Technik einmal Mucken machte. Kurzum, Ertl wurde mit einem, ohne einen einzigen Ausfall Meister. Kompliment. Ich persönlich hielt von meinem damaligen Arbeitgeber BMW 1980 den Marschbefehl in Richtung deutscher Rennsportmeisterschaft mit dem Schnitzer 320 Turbo. Erinnerst dich, Charlie, gell? Ich traf dort unter anderem auch meinen Lieblingsgegner Hans Heyer, der mit einem Lancia unterwegs war. Wir fuhren Kopf an Kopf an der Meisterschaftsspitze. Das letzte Rennen in Hockenheim habe ich das Auto Leiblange gehauen. Da war ich leider schäblät, gell? Aber Hans ist natürlich feixend Meister geworden. Und für mich war bezeichnend für die Schnitzer-Truppe, es gab keine Vorwürfe, weder von Herbert noch von Charlie. Danke nochmal. Eigentlich hätte man mal gesagt, der Arsch verhauen gehört, gell? Muss man sagen. Danke. Natürlich dürfen an dieser Stelle nicht die unzähligen Meisterschaften mit dem N3 an dieser Stelle fehlen. Allein gemeinsam mit Roberto Revaglia gewann Schnitzer Tourenwagen die Weltmeisterschaft, Europa- und deutsche Meisterschaften. Mehr und mehr wurden aber die Langstreckenrennen zur Domäne der Mannschaft von Herbert und Charlie. Die Krönung war sicher der Sieg 1999 in Le Mans mit dem BMW V12 LMR Prototyp und den Fahrern Winkelhock, Martini und Dalmas. Einen lupenreinen Sieg gegen die stärkste in Le Mans jemals gestartete Konkurrenz. Auch nicht zu vergessen die beiden Siege am Nürburgring mit dem 3 GTR. Bei einem durfte ich ja mitmachen, Charlie, weißt du noch? Und das ist auch bezeichnend für den Charlie, wie wir das geplant haben. Da kommt er von Verlassen zu mir nach Elmau und wir haben am Küchentisch daheim Strategie gemacht. Gell? So ist er halt, der Charlie. Der ist halt menschlich, das war einfach cool. Und wir haben da ein super Rennen hingelegt und haben dann auch dank dir dort meinen wirklich letzten großen Sieg eingefahren. Gell? Ja, und jetzt zum Ende deiner Karriere, muss man sagen. Es ist gerade ein paar Tage her, da gingen die Meldungen durch die Sportmedien. Augusto Farfus gewinnt in Macau mit dem Schnitzer M6 den GT World Cup. Wie du es geschafft hast, seinen Mann, deinen Mann vor allem, vor allen anderen unbeschadet durchs Kurvenlabyrinth zu manövrieren, wird immer eines deiner Geheimnisse bleiben, wie du das machst. Gut, dass wir nicht alle am Funk mithören können, gell? Ich selbst erinnere mich noch bei der Gelegenheit, wie du mir 80 den Weg in Macau geebnet hast. War auch eine coole Woche für uns, habe ich auch gewinnen dürfen mit dir, gell? Und bei dieser Gelegenheit, wenn ich da so zurückblicke, kommt mir wieder in den Sinn, was doch im Grunde du für ein warmherziger, motivierender und mitreißender Mensch warst und bist. Ein richtig guter Spezi, das muss man einfach sagen. Danke. Und was dich auch mit deinem Team so ausgezeichnet hast, ich bin ja mit dir gefahren, gegen dich gefahren in den USA. Ihr wart immer schlau, ihr wart immer Schlitzohren, aber ihr wart immer fair. Und das findet man heute ganz, ganz selten. Das muss man auch nochmal ganz wichtig sagen. Und deswegen möchte ich noch zum Abschluss ein persönliches Wort sagen. Wir Deutschen haben großartige Motorsportleistungen erbracht. Viele Titel gewonnen. Wir haben einen guten Ruf als Motorsportnation. Und du, Charlie, hast einen großen Anteil an diesem weltweit guten Renommee. Dafür gebührt dir großer Dank. Und ich persönlich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, dass weiter in Kontakt bleiben, dass du weiterhin so eine coole Socke bleibst und wir Freunde bleiben. Hola, Eti! Was wäre dein Leben ohne Rennsport? Unvorstellbar. So vieles erlebt zu haben, hart gearbeitet, auch so viel gesehen haben, einfach Erlebnisse, Leute. Also möchte ich, kann ich nicht missen. Lieber
einerseits junger Kerl, wollte auch die Welt sehen, dann aber auch Motorsport, weil es einfach so faszinierend ist und irgendwie hat es sich von da entwickelt. Ich war als Schüler, letztendlich hatte ich da auch Möglichkeiten, die man sonst auch nicht hat, durch die familiäre Situation und ab da gab es kein Zurück. Es ist diese Leidenschaft und es ist diese Herausforderung der sportlichen Aufgabe. Wir bereiten das Sportgerät vor, den BMW Tourenwagen. Seit 86 ging es Schlag auf Schlag und es war einfach irgendwie, ja, wir waren die Unbesiegbaren und es ist einfach ein unglaublicher Sieg. Wir hatten einen Lauf, der in drei war, sagenhaft, einfach wirklich alles, hat alles gepasst. Unsere Zeit, unser Auto. Der Palosch hat mir zu mir gesagt, und das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich den Fehler mache, dass ich immer in die Fahrer verliebt bin. Auf diesen speziellen Rad konnte ich nicht hören, weil ich konnte es nicht anders machen. Dann natürlich beim 24-Stunden-Rennen ist es das Auto, das du an die Startlinie bringst, das muss einfach, ich sag's uns im Team, das muss eine Mondlandequalität haben. Ja, du kannst mit einem Willen und mit einer guten Langstreckenmannschaft und mit Fahrern, die wirklich alles geben, kannst schon, kann schon Berge versetzen. Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife ist schon einer der Momente, für die, da vergisst man alles. BMW, Philipp Engel leads the way. BMW, M6 GT3 aus der Schnitzermannschaft siegt. Mit den Voraussetzungen, die wir haben, ist es dann eben auch ja, das eine oder andere Mal gelungen, da entsprechend gut abzuschneiden. Und unglaublich Glück und Stolz, Freude für die Fahrer, fürs Team und natürlich auch für die Marke. Und wenn es dann endet mit einem Podium, idealerweise mit der mittleren Stufe im Podium, das ist es, wofür wir leben. Der ADAC Ehren-Christophorus geht an Charlie Lamm. Völlig zu Recht. Eine echte Legende. Ja, wir auch wenn Sie es wahrscheinlich nicht so gerne hören. Und wir sehen es hier oben. Julia, die Augen sind, so ein bisschen, sind ein bisschen feucht geworden. Was ist das für ein Moment für Sie? Ja, das ist schon was Großes. Und ich meine, vor 2-3 Wochen rief mich der Thomas Voss an. Ich glaube, er wollte sicherstellen, dass ich zur Sportgala komme. Ich meine, ich hatte ja eh zugesagt. Aber ich glaube, so richtig rausgelassen hat er nichts. Und ja, und dann seit Mittwoch dieser Woche ist alles anders, als es diese Pressemitteilung gab. Und ja, also da habe ich mich erstmal hinsetzen müssen, Frau Lassing. Ja gut, also ADAC begleitet mich die ganze Zeit und mit allem, was ihr macht, also in der Rennorganisation, mit den ganzen Funktionären. Und von daher ist halt der alles hier zusammenhält und der das möglich macht, was alle die Gäste, die hier sind, so lieben und wofür sie
sich, und den Sport, den wir alle so lieben. Und von daher, vor allem der C diese Auszeichnung bekommen, kann ich sagen, herzlichen Dank. Und zu dir, Hermann, ich meine, ich war nur ein junger Kerl, du warst noch Rallyefahrer, ein bisschen jünger als du, wenn ich das sagen darf, aber und dann hat uns die Zeit auch immer begleitet. Ich durfte als junger Bursche dann mal aufs Podium eben auch da im ADAC aus Südbayern und das bin schon früh dann irgendwie auch, ja, haben sie die Wege gekreuzt. Rallye haben wir leider nie gemacht, aber eben dich dann eben auch als Funktionär kennengelernt und dann viel später den Martin im Team zu haben und das dann auch in der Zukunft wieder, wenn ich es, weiß nicht, ob ich schon sagen darf, Martin, aber nächsten Februar geht es dann nach Bathurst. Und und von daher toll, was ihr beim ADAC auf die Beine stellt und dann deine wertschätzenden Worte da in der Pressemitteilung zu lesen. Also ja, ich kann nur sagen, ist eine riesengroße Sache für mich und toll, eure Wertschätzung da zu bekommen und kann nur ein sehr herzliches Dankeschön sagen. Wir haben gerade... Auch Ihnen haben viele Fahrer viel zu verdanken. Wir haben es gerade hier auch gehört. Also das sind ja fast 10 in einer Ehe gewesen. Aber Bruno Spengler, da hörte man also gerade, wie er sagte, thank you, Charlie. Ich frage mich nach so vielen Jahrzehnten im Motorsport, was machen Sie jetzt? Gute Frage. Ja. Ich meine, der Hans sagt es, also ich habe tatsächlich 78 als 23-Jähriger da einfach dieses Team geleitet. Zurückgeht meine Zeit, ich war 16-jähriger Gymnasiast, als der Josef und Herbert Schnitzer die Idee hatten, beim 24-Stunden-Rennen in Paul Ricard mitzufahren. Und und ich war in der Schule, ich war so mal fleißig, also auch ein Streber durchaus. Und dann ging es. Also wie beim David sozusagen, ja? Ja, gut, ich meine, der David ist ein moderner Schüler, ich bin natürlich noch, meine Zeit ist ein bisschen zurück auch, aber, und dann ging es darum, ich konnte Französisch und dann, also, du bist Übersetzer und du musst die Felgen da reinigen. Gut, die waren damals aus Magnesium, waren porös und musste die da immer anstreichen. Gut, handwerklich bin ich kein Talent, ich habe es mehr im Kopf und im Hirn. Und wie es der Hans hat, das schon richtig dargestellt und auch richtig erkannt. Und so ging es dann über die Jahre mit so vielen verschiedenen Fahrern und auch viele verschiedene Situationen, Autos, Langstrecke und Sprint. Aber immer ist es für mich der Fahrer, also wir im Motorsport bereiten das komplexeste Sportgerät vor, das es in jeder Sportdisziplin gibt. Und gefahren wird es von unseren Helden, also die Fahrer jetzt. Und von da ist es einfach, denen einfach das Umfeld so zu bereiten, dass die ihre Leistung maximal abrufen können. Das ist dann jetzt mal vielleicht der rationale Teil und das emotionale, einfach, dass man ihnen ein Umfeld bereitet, wo sie sich wohlfühlen. Gut, jetzt beim Hans ist einfach, er ist Bayer, ich bin Bayer. Aber ich meine, man hat ja schon, also man hat dann eben schon auch, man hat ja nicht nur Bayern im Team. Und dann geht es einfach darum, dass man da erkennt, was die Leute antreibt, was die brauchen und dass man ihnen da das gibt, wo einfach auch ein Faktor noch kommt, der ja, Psychologie, Atmosphäre, Umfeld und dass sie einfach dann wirklich alles geben und ja. Man hört da ganz viel Fingerspitzengefühl und Empathie raus. Was ist das, was Sie den jungen Fahrern, die also noch Jahrzehnte vor sich haben, mit auf den Weg geben würden als wichtigsten Tipp? Ich glaube, dass erstens der Rennsport immer digitaler wird, also Daten, Sensorik, auch wirklich, wir haben es auch heute in der Formel E gerade gesehen, was einfach da auf den Fahrer auch zukommt. Ich glaube aber immer noch, dass der Mensch in sich einfach eine Energie freimachen kann, also der Mensch, der Sportler, dann der Fahrer, eine Energie freimachen kann, die er einfach dann hat, wenn sein Umfeld nochmal perfekt passt. Und das, glaube ich, wird auch in Zukunft immer noch ein Faktor sein. Solange Menschen Autos fahren, wir reden gerade über autonomes Fahren, mal schauen, was da noch passiert. Aber solange also die Rennautos von Rennfahrern gefahren werden, bin ich überzeugt, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Eine Sache wollen wir jetzt natürlich noch wissen. Wir haben ganz wunderbare Worte von Hans-Joachim Stuck gehört über Sie. Nochmal einen großen Applaus für diese tolle, warmherzige Laudatio. Aber jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie war er denn so als Fahrer? War er immer einfach oder war er auch mal schwierig?
Ja, also nee, ja, was heißt, schwierig, ich habe einen... Müssen Sie aber lange überlegen. Ja. Nee, also ich habe den Hans-Joachim Stuck das erste Mal 1971 am Salzburging erlebt, wo er damals den Franz Albert mit diesem Camaro besiegt hat und der war dann so böse, dass er irgendwie den Schäfer und auf dich hetzen wollte. Gut, wie gesagt, andere Zeiten, andere Länder, andere Sitten. Und das letzte Mal habe ich ihn eben in 2004 erlebt, wir hatten es gerade gesagt, bei den 24 Stunden Nürburgring und in der Zeit, mein Gott, also... Er war, erstens muss man wissen, der Hans ist mit 16 Jahren damals komplett außergewöhnlich wie ein Mensch vom Mond. Heute, die Jungen, die wir hier auf der Bühne sind, die sind teilweise das Gleiche. Der Hans ist mit 16 dann eben auch Rennen gefahren. Wir haben uns dann über fast 33 Jahre haben wir immer mal wieder miteinander zu tun gehabt. Manchmal auch gegeneinander zu tun gehabt, das hat man schon besprochen. Und also, er ist schon auch gereift. Ich meine, man sagt ja... ein bisschen. Man sagt dem Hans ja auch nach, dass er der... Hans Dampf in allen Gassen war es nicht, aber Hallodri in allen Gassen war. Und so haben was wir ihn, heißt das? Hallodri in allen Gassen? Einfach pure Lebensfreude gepaart mit maximalem Speed, wenn er dann eben auch im Rennauto saß. Außerhalb vom Rennauto muss man schon schauen, da hätte man am besten an die Kette legen müssen. Und so haben wir ihn einfach über 30 Jahre dann erlebt und von da ist er natürlich auch ruhiger geworden, hat diesen puren Speed, den er in jungen Jahren hatte, den hat er behalten und dann wird es dann auch mit Rennerfahrung gepaart und so glaube ich, müssen wir auch, das ist ja ein bisschen die Geschichte von unserem letzten Rennen miteinander, als wir das in 2004 da die 24 Stunden gewonnen haben. Also der Schalk sitzt ihm immer noch im Nacken, gell, wenn man hier so das mal beobachtet. Ja. Aber ich muss sagen, es ist wirklich toll, es ist wirklich bewegend, Sie beide hier so gerührt zu sehen. Nochmal einen großen Applaus für den Ehrenpreisträger Charlie Lamb. Danke. Ihr Applaus, genau, das nehme ich weg. So, also das war der Ehrenpreis, sehr bewegend und ich habe mich jetzt auch ein bisschen bewegt und ich darf mich jetzt hier zu zwei Gästen gesellen, das Mikro reiche ich schon mal weiter, deren Herz also für die ADAC-Stiftung Sport schlägt. Philipp Oettl ist der eine, der hat in diesem Jahr seinen ersten Grand Prix gewonnen in der Moto3-WM und steigt in die Moto2 auf. Schön, dass du da bist und von dir gibt es ja auch einen Preis zu gewinnen. Wirst du denn dein Motorrad bei dem Sieger auch warten kommen jedes Jahr? Ob ich ihn warten kann, weiß ich noch nicht, ob ich da Zeit habe nächstes Jahr, weil nächstes Jahr, wie angesprochen, werde ich in die Moto2 aufsteigen und eher wenig Zeit haben, aber ich freue mich jetzt schon für den Sieger, der was das Motorrad bekommt. Du bist ein Förderkind dieser Stiftung, wie wichtig war oder ist das für deine Karriere? Ja, die ADAC Stiftung Sport war extrem wichtig. Der finanzielle Aspekt war natürlich auch, wenn man anfängt, Rennen zu fahren, der Rennsport ist nicht der preisgünstigste Sport. Und, aber auch abseits vom finanziellen Part, wir haben uns immer auch zusammen mit den ganzen Autofahrern, mit den Rallyefahrern, mit den Kartfahrern in Bad Endorf am Jahresanfang immer getroffen, um Sport zu machen. Und das war immer eine super Zeit und wir haben sehr viel gelernt dadurch und es war wirklich eine gute Zeit und haben wir viel gelernt. Also vielen Dank, dass es einen so tollen Preis von dir zu gewinnen gibt, den du gespendet hast und bitte einmal das Mikrofon weiterreichen an den Danke. Porsche Motorsportchef Dr. Stefan Walliser. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Auch Sie bzw. Porsche, ein großer Förderer des Nachwuchses. Wie wichtig aus Ihren Augen ist die Stiftung ADAC Sport? Ja, aus unserer Sicht ist es eine extrem wichtige Stiftung und ein extrem wichtiges Engagement, das eben es wurde gerade schon angesprochen, Motorsport ist teuer per se, das liegt in der Sache, dass wir hier wirklich Talente fördern können, nämlich unabhängig vom Geldbeutel und dass das Talent im Vordergrund steht. Und da wollen wir unseren Beitrag dazu bringen, einmal indem wir die Stiftung unterstützen und den ADAC da durchaus ermutigen, das weiter fortzuführen, so professionell fortzuführen
Ich glaube, wir als Hersteller haben da eine besondere Verpflichtung. Auch wir haben eine Juniorförderung und Jugendförderung und sind ein wichtiger Bestandteil. Jetzt ist der Porsche Carrera Cup in dieser Saison das erste Mal im Rahmenprogramm des GT Masters gefahren. Da müssen Sie sich eigentlich gleich doppelt freuen. Also der Sieger des GT Masters, Porsche Duo, ja, das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, war das ein schönes Rahmenprogramm? Sind Sie zufrieden, wie es gelaufen ist? Ja, wir sind sehr zufrieden damit. Das war wirklich nach vielen, vielen Jahren für uns ein großer Schritt, aber der richtige Schritt, weil wir in dem GT-Umfeld unterwegs sind, weil wir junge Fahrer im Carrera Cup natürlich auch anziehen, die hier auch fördern mit speziellen Programmen. Das funktioniert sehr gut. Und die natürlich dann direkt mit dem ADAC GT Masters auch weitere Einsatzmöglichkeiten haben. Von dort, von der nationalen Bühne, kannst dann auf die internationale Bühne gehen, kannst zu den großen Langstreckenrennen gehen. Und das passt sehr, sehr gut zusammen. Und ich darf auch das Lob an die Organisatoren des ADAC GT Masters geben. Das ging also sowas von einfach, dieser Transfer. Uns wurden quasi alle Wünsche von den Lippen abgelesen. Also da kann ich nur ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Also atmosphärisch hat alles gepasst. Auf jeden Fall. Super. Vielen Dank, Dr. Stefan Walliser und Philipp Oettel. Wir sehen uns dann später vielleicht nochmal wieder bei der Tombola. Jetzt heißt es erstmal für Sie wieder ein bisschen stärken, denn der Abend ist noch lange nicht vorbei. Und ich darf Sie an dieser Stelle vielleicht nochmal dazu ermutigen. Wir haben es nämlich gerade gehört, wie wichtig diese Stiftung für den Nachwuchs ist. Falls noch nicht alle Lose verkauft worden sind, dann würde ich Sie doch bitten, einfach nochmal in die Tasche zu greifen für den guten Zweck. Und ich bin mir sicher, es kommt eine große Summe zusammen. Vielen Dank und guten Appetit.